Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie man einen Postfix-Mileserver mit Dabbercode installiert und konfiguriert. Sie erfahren, wie Sie Ihren Mileserver so konfigurieren, dass Ihre Mails von Spam geschützt sind und wie Sie DNS, SPF, DKIM und DMRC-Einträge hinzufügen. Die Einrichtung eines Mileservers auf einem Linux-Rechner kann eine der wichtigsten Aufgaben eines Systemadministrators sein. Wenn Sie Ihren Server zum ersten Mal einrichten, werden Sie mit einer Reihe von Dingen konfrontiert, die Sie bei der Einrichtung Ihres Servers beachten müssen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die empfängliche Serverinrichtung vornehmen. Wir werden uns ansehen, wie man den Postfix-Mail-Agent und den Dabbercode-Mail-Server installiert und wie man sie für einen korrekten Malbetrieb konfiguriert. Postfix ist ein Open-Source-Mail-Transfer-Agent, der für die Weiterleitung und Zustellung von E-Mails auf einem Linux-System verwendet werden kann. Dabbercode ist ein Mail-Delivery-Agent, der in erster Linie unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt wurde. Ich werde zeigen, wie man ihn als IMAP oder POP3-Server konfiguriert. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Um mit der Installation zu beginnen, benötigen Sie einen Linux Ubuntu Server, der mit einem File-Domain-Name konfiguriert ist. Auf dem Server müssen Sie einen Benutzer ohne Root-Rechte, aber mit Pseudorechten hinzufügen und öffnen Sie die entsprechenden Ports in Ihrem Netzwerk. Ich habe bereits einen Server mit den richtigen Einstellungen. Die Ports sind dafür konfiguriert. Jetzt muss ich nur noch einen Benutzer hinzufügen und mit der Installation von Suite-Anwendungen beginnen. Um einen Benutzer hinzuzufügen, öffnen Sie ein Terminal, drücken Sie die Tastenkombination STRG plus L plus T und führen Sie den folgenden Befehl aus. Geben Sie ein neues Passwort ein. Die anderen Werte lasse ich unverwendet. Sie können aber zusätzliche Informationen angeben, wenn Sie möchten. Sie haben nun ein neues Benutzerkonto mit normalen Kontorechnen. Manchmal müssen Sie jedoch administrative Aufgaben als Root ausführen. Um zu vermeiden, dass Sie sich als normaler Benutzer ab und als Root wieder anmelden müssen, können Sie für Ihr normales Benutzerkonto sogenannte Super-User oder Root-Rechte einrichten. Damit können Sie Befehle mit administrativen Rechten ausführen, indem Sie das Wort sudo vor dem Befehl stellen. Um Privilegien hinzufügen, fügen Sie einen neuen Benutzer zur Gruppe sudo-System hinzu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Als nächstes müssen Sie einen gültigen Domainnamen für Ihren Server festlegen. Hierfür gibt es einen speziellen Befehl Hostname. Anschließend müssen Sie in Ihrem DNS-Kontrollpanel MX und Einträge für die Domäne hinzufügen. Diese Einträge zeigen anderen E-Mails-Agenten an, dass Ihre Domäne für die Zustellung von E-Mails zuständig ist. Öffnen Sie das DNS-Kontrollfeld und fügen Sie diese Einträge hinzu. Hier müssen Sie die öffentliche IP-Adresse Ihres Servers angeben. Sie können nun mit der Installation des Postfix-Mail-Agenten fortfahren. Zur Installation führen Sie den folgenden Befehl aus.
klicken Sie in den sich öffnenden Fenster Postfix-Konfiguration auf OK. Als nächstes fordert das System Sie auf, die Art der E-Mail-Konfiguration auszuwählen. Hier müssen Sie Internetseite wählen. Geben Sie im nächsten Fenster den Domainnamen ein und für den E-Mails-Verstand verwendet werden soll. Sobald Postfix installiert ist, wird es automatisch gestartet und eine Konfigurationsdatei. Sie können die Postfix-Version und den Dienststatus mit dem folgenden Befehl überprüfen. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, drücken Sie OK. Hier müssen Sie Internetzeit markieren, Enter. Im nächsten Fenster geben Sie den Domainnamen ein, der für den Verstand der E-Mails verwendet werden soll. Dann der Empfänger der Post. Geben Sie andere Ziele für den Postenanfang an. Erzwungene Synchronisierung von Aktualisierungen in der Mail-Warteschlange? Nein. Lassen Sie die lokalen Netze so, wie sie sind. Mailboxgröße begrenzen 0. Symbol für die Erweiterung des lokalen Adresse plus verwendete Interprotokolle alle. Testen wir nun mit folgendem Befehl, ob unser Mail-Server mit Port 25 verbunden ist. Das vom System angezeigte Ergebnis sagt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Um die Verbindung zu beenden, geben Sie Create ein. Sie können auch ein E-Mail-Programm verwenden, um Ihre E-Mail zu überprüfen. Aber zuerst müssen Sie es installieren, indem Sie den Installationsbefehl ausführen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Geben Sie hier die zu versendende E-Mail-Adresse, den Betreff und den Inhalt an und drücken Sie dann STRG plus D, um die E-Mail zu versetzen. Wie Sie sehen können, funktioniert die Mail, der Brief ist angekommen, aber im Spam gelandet. Dann zeige ich Ihnen, welche anderen Einstellungen Sie vornehmen müssen, damit die Mail nicht im Spam landet. Nach dem Versand der erstellten E-Mail im Ordner war Mail. Das Programm erstellt eine Datei mit dem Namen des Benutzers, in der alle ein- und ausgehende E-Mails ausgezeichnet werden. Dieses Aufnahmenformat heißt MBox. Um das Mail-Format zu verwenden, weil die Nachrichten in einzelne Dateien aufgeteilt werden, die dann je nach den Aktionen des Benutzers zwischen Verzeichnissen verschoben werden, müssen Änderungen an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden. Fügen Sie diese Zeile hinzu. Oder führen Sie den Befehl. In diesem Fall werden die E-Mails in separaten Dateien unter diesem Pfad gespeichert. Schließlich ist der Mail-Server bereits in Betrieb. Sie können Mails senden und empfangen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er ohne die Fähigkeit, Mails über SMT zu versenden, auskommt. Dieses Protokoll wird bereits von Postfix unterstützt, aber standardmäßig ist dort keine Autorisierung vorhanden. Für die Unterstützung von Berechtigung sollten Sie DB-Code verwenden. Als Bonus können Sie Ihre E-Mails über POP3 und IMAP abrufen. Zunächst müssen Sie den DB-Code-Dienst selbst installieren. Zur Installation führen Sie den folgenden Befehl aus. Nach der Installation wird empfohlen, den Dienst DB-Code neu zu starten. Um DB-Code zu konfigurieren, müssen Sie die Dateien. Um es zu öffnen, führen Sie folgenden Befehl aus. Sie können wählen, welches Protokoll Sie verwenden möchten. Dies kann POP3, POP3, Secure POP3, IMAP oder IMAP
es Secure IMAP sein. IMAPs und Pop-S sind sicherer als normale IMAP und POP3, da sie SSL-Verschlüsselung für die Kommunikation verwendet. Sobald Sie das Protokoll ausgewählt haben, überprüfen Sie die folgende Zeile in der Datei dwcode.conf. Fügen Sie diese Zeile hinzu, ändern Sie sie, STRG plus X und Ja zum Speichern, Enter. Testen Sie nun, ob POP3 funktioniert. Rufen Sie den Testdienst auf, geben Sie die Daten ein und starten Sie den Test. Wie Sie sehen können, war der Test erfolgreich. Okay, wir haben die Mails eingerichtet. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass sie nicht in Spam landet. Also können wir einige weitere DNS-Einträge hinzufügen. Öffnen Sie das DNS-Kontrollfeld, fügen Sie die SPF, DMRs und DKIM-Einträge hinzu. Damit SPF und DMR funktionieren, müssen Sie nun die entsprechenden DNS-Einträge hinzufügen. Damit DKIM funktioniert, müssen Sie es auf dem Server installieren. Domain Case Indefinite Mail, MR Autofizierung, GS Verfahren zur Erkennung von Fallschädigungen von per MR versandten Nachrichten. Mit DKIM kann der Empfänger überprüfen, ob eine MR tatsächlich von einer angegebenen Domain gesendet wurde. Um das Paket zu initialisieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dann starten Sie es und fügen es dem Autostart hinzu. Als nächstes müssen wir mit OpenKitKNG ein Zertifikat erstellen. Erstellen Sie mit diesem Befehl ein Verzeichnis für die Schlüssel. Und erzeugen Sie den Schlüssel mit diesem Befehl. Hier müssen Sie den Domainnamen Ihres Servers angeben. Zwei Dateien mit den Erweiterungen Private-Privater Schlüssel und TXT-Text-Eintrag sollten in Ordner EC-OpenKIM erscheinen. Als nächstes werden wir DNS konfigurieren. Sehen Sie sich den Inhalt der TXT-Datei an. Kopieren Sie den Inhalt. Rufen Sie die DNS-Systemsteuerung auf und erstellen Sie einen TXT-Eintrag. Mal ist der Name unseres Selektors. Web angekürztes Eintrag des öffentlichen Schlüssels. Nehmen Sie nun Änderungen an der Konfigurationsdatei. Hier müssen noch einige Zeilen hinzugefügt werden. Fügen Sie unsere Domain zu den vertrauenswürdigen Host hinzu. Domain hinzufügen, Ctrl plus X, Yes, Enter. Sie müssen den Pfad zum Schlüssel angeben. Ctrl plus X, Yes, Enter. Pfad zur Unterschrift. Starten Sie die Service 9.
Wir haben also einen Eintrag hinzugefügt, den wir nun überprüfen müssen. Öffnen Sie den DKIM-Verifizierungsdienst in Ihrem Browser. Geben Sie in diesem Feld die Domäne und anschließend den Namen des Selektors ein. Wie Sie sehen können, hat der Dienst meinen DKIM-Eintrag gefunden. Eintrag wird hinzugefügt. Für eine detaillierte Konfiguration, das Hinzufügen von vertrauenswürdigen Hosts, Domänen und so weiter, müssen Sie die Konfiguration-Datei öffnen und weitere Einstellungen vornehmen. Prüfen wir noch einmal den Postversand. Wie Sie sehen, wurde der Brief weitergeleitet und dieses Mal landete er nicht im Spam. Schicken wir eine Antwort auf den Brief. Die Post funktioniert. Wir haben also Postfix und Novacode installiert und konfiguriert, die Mails getestet und die richtigen DNS-Einträge hinzugefügt. Sie können einen Speicherserver MySQL und einen Mail-Client wie Roundup hinzufügen, um die Bedienung zu erleichtern. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen!